Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bus Manager. Wir haben zwei neue Bewertungen. Einmal, danke für die gründliche Reinigung der Busse von vor jeder Fahrt. Ja, jeder Fahrt ist gelogen, aber danke. Ich fahre täglich mit der 802 Gilde aus und bin zufrieden mit der Pünktlichkeit. Das freut mich auch zu hören. Ja, also, der ist am Forschen mit der mobilen App. Das kriegen wir eventuell diese Folge nochmal hin. Ganz so lange dauert es nicht mehr. Dann, sehr schön, dass irgendwo, habe ich jetzt auch festgestellt, es sind neue Busse freigestellt worden. Der Master bzw. der LFS. Oder LFS. Das muss, glaube ich, ein bisschen amerikanisch ausgesprochen werden. Gut, kann auch eine ganz andere Ecke sein, aber jedenfalls, die beiden sind neu. Auf jeden Fall, ja, ich denke mal, zum Angucken auf jeden Fall nicht schlecht. Ich muss mal gucken, wie die Ami-Busse dann aussehen, beziehungsweise ich meine, es sind auch Asien, Afrika und ein paar Länder. Müssen wir nochmal hier das Voting nochmal angucken, was überhaupt alles zur Auswahl stand. Auf jeden Fall haben einige Doppeldecker gewonnen. Ich denke mal, ja, ich denke mal, beide Gelenkbusse, das sind Deutsche, beziehungsweise Mitteleuropa. Was ich mir eigentlich sogar noch ganz cool finden würde, kann auch sein, dass das in Wahrheit so ist, kann auch sein, dass ich jetzt hier absolut um Humbug erzähle. Was vielleicht ganz cool wäre, wenn du die Möglichkeit hast zu sagen, ich will nur Busse aus der Kategorie Mitteleuropa haben oder generell einfach, dass du vor allem bei der Forschung dann irgendwo auswählen kannst in Einstellungen, bitte nur diese Busse erforschen und keine anderen. Forschung abgeschlossen, mobile App entwickeln. Das ist auf jeden Fall schon mal wunderbar. Ich mag die Busse der Deutsche Eisenbahn AG. Hört man auch sehr gern. So, dann mal eben kurz gucken. Ersatzteile, da hat man eigentlich alles so ziemlich auf Lager. Gut. Einfach jetzt nochmal zwei Klimaanlagen. Sollte das wohl eventuell passen. Ja, dann mal gucken, was macht vielleicht die mobile App. Ich denke mal, das ist einfach nur so ein nettes Gimmick, was die gibt. Oder stellt das hier eventuell bei? Fahrgastzufriedenheit. Ah, okay, warte. Ich gehe mal eben auf die Haltestellen, mal gucken, vielleicht hat das auch damit was auf sich. Ne, das ist, glaube ich, eigentlich nur das eine. Ich denke einfach nur, dass die Fahrgäste generell zufriedener sind. Ich glaube, mehr kann das Ding wahrscheinlich nicht, oder? Na, ich denke mal von nicht. Zumindest gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Dann würde ich jetzt einfach auch mal eine neue Linie erstellen. Und zwar dann die 903. Mal gucken, wo kann man die vielleicht am besten langlaufen lassen. Das ist jetzt die nächste gute Frage. Also hier vorne am Bahnhof fangen wir mal an. Wir können ja einmal hinten über den Stadtflur erstmal. Und da gucken wir mal weiter. Das heißt einmal über den Frenzdorfer Ring. Hier oben am Tierpark halten wir mal. Dann hier hinten. Kleine Berning, Guardian, Raumgestaltung. Dann Stadtflur, Schule. Mal gucken. Fahren wir hoch den Zaubernussweg. Die Kräfte. Ginsterstraße, Fichtenstraße, Ilexweg, Nussbaumstraße, Birkenstraße, Buchenstraße. Ist die Frage, hier unten lang oder da oben lang? Ich denke, wir fahren einfach mal hier oben lang. Den Hüsemanns Esch. Bosingskamp. Ja, ich denke mal, hier ist die Innenstadt. Könnte man machen, oder wir fahren hier hinten über den Stadtring. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Würde ich momentan für diese Linie auch einfach sagen, dass wir einfach mal hier quer über den Stadtring fahren. Am Ringcenter vorbei. Und dann zurück zum Bahnhof. So, und dort müssen wir irgendwie unterkriegen. Das ist dann die 903 Stadtflur. Die fährt dann von 5 bis 21 Uhr im... Wir können sogar 30 Minuten Takt fahren, oder? Machen wir mal 45 und strecken das ein bisschen.
glaube, es wäre mir dann sogar ganz lieb. So. Dann nehmen wir mal das hier. Bräuchten vielleicht noch einen Bus dafür. Beziehungsweise, ja, wir testen erstmal den Sprinter und dann gucken wir weiter. Auf 302 Badepark kann ich in Ruhe meine Hausaufgaben abstrahlen. Ich habe bis jetzt immer einen Platz erhalten. Ja, gut zu wissen. So, dann soll mal der Sacher hier mitfahren. Ich garantiere jetzt schon, der Bus wird zu klein sein. Aber gut. Dann erforschen wir mal einen Solo-Bus und ja, ich würde einfach mal einen Gelenkbus mitnehmen. Besser haben als brauchen. Klar, an sich hätten wir. Ja, an sich muss man sagen. 0405, der würde uns auf jeden Fall noch in der Sammlung fehlen von den vorhandenen freigeschaltenen. Ja, Master würde mir jetzt hier nicht unbedingt kaufen. Erstmal, weil ich weiter danach. Hey, zum zweierlei. Zum einen sagst du dir, du willst gerne hier die deutschen Busse haben. Und dann die alles, was außerhalb ist, was davon nicht ist. Einfach sagen, okay, die holst du nicht. Das Problem ist, die schaltest, kannst du halt eigentlich auch mit freischalten. Ja, muss das vielleicht, ich will vielleicht mal im Feature vielleicht mal vorschlagen, dass sie irgendwo bei den Busforschungen einstellen kannst, nur Busse von diesem Typ. Das heißt, vom, klar, oder, ja, mit Herstellermarken, also direkt mit Marken macht, geht hier ja sowieso nicht, aber dass du sagst, theoretisch, der Typ Lion City, das heißt Lion City A21, A23 oder Typ Urbino wäre halt in Solaris. Typ Sprinter. Ja gut, der O405, O430 passt nicht ganz in die Reihe rein, aber das so eine Typenkategorie ist, welche dann so ein bisschen Mercedes darstellt, womit dann die Mercedes-Busse gemeint sind. Typ. Dann vielleicht Typ XXXXG. Das sind vielleicht die Volvos. Oder man macht es gleich generell einfach für jeden einzelnen Bustyp, aber ich glaube, das wäre zu viel Aufwand. So, ist der Sprinter eigentlich schon unterwegs? Also ich glaube, er gibt sein Bestes. Ja, der ist gut ausgelastet, da merkt man. Momentan scheint der Sprinter sogar noch zu reichen. Das sieht man schon mal gerne. Oh, 805 Gilde aus, ist gut ausgelastet. Eigentlich schon zu gut. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir sogar einen guten Busfahrer. Da kann man einen Sprinter vielleicht noch als Unterstützer gleich einstellen. Ihr seid noch gut. Seid zwar Azubis, aber euch könnte man vielleicht einstellen. Also, welche waren das? Auf jeden Fall 300 Easterberg würde ich einen einsetzen. Und die 805. Wer kommt von seiner Schicht wieder? Tank einfach mal auf. Gucken wir mal weiter. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Busunternehmen positiv bewerten würde. Aber dort der Eisenbahn AG macht ihren Job echt gut. Hört man gerne. So, Stadtflur, ich glaube, das geht sogar noch. Ach du Scheiße. Ach du Jemine. Nur zwei Badepark fährt hier.
Aber gut, okay. Gut gefüllt, aber das geht noch. Also das, glaube ich, werden wir noch überleben. Bis auf einen Bus, doch alle vom Hof. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Schichtplan? Gut. Blanke Stadtflur, Blanke und Stadtflur. Die stehen ein bisschen problematisch da, aber sonst sieht es noch einigermaßen vernünftig aus. Frucht und die Sacher fahren dann hier mal die Linie. Das passt dann ein bisschen besser. Und der 415 LE wurde soeben freigeschaltet. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Sehr zu empfehlen. Kurz, aber ich denke mal präzise. Die Busse sind stets in einem guten technischen Zustand und gepflegt. Mal gucken, kriegen wir den noch gereinigt? Ich glaube nicht. Ja, kann vielleicht klappen, aber würde doch ein bisschen kriminell werden. Wie sieht es hier momentan aus? Das läuft auf jeden Fall ganz gut. Da muss ich definitiv schon mal sagen. Dann. Hey, ich hoffe, wir können die aktuellen Umstände so beibehalten. Ich bin zurzeit wirklich zufrieden. Also schön wär's. Da muss man schon sagen, aber ob das auch hinhaut, da kann ich nichts versprechen. Ja, und der fährt jetzt natürlich verspätet los. Das ist natürlich ärgerlich, aber was will man machen? Ich fände es gut, wenn die Frequenz der 802 Guildhaus erhöhen würde. Ja, kann man vielleicht mal in Betracht ziehen? Wäre ich prinzipiell eigentlich auch dafür. Oh Gott, die 400 Nordtonnen ist aber auch gut gefüllt. Muss ich auch schon sagen. 901 gibt. Woher die verspielt? Ah, okay. Ja, stimmt. Das ist ja der, der zu spät losgefahren ist. Ich bin eine zweifache Mutter, die sich auf dieses Busunternehmen verlässt, um mich vorzubewegen. Der Service ist zuverlässig und die Busse sind immer im hervorragenden Zustand. Wir haben noch nie größere Probleme mit ihnen, die uns dazu veranlasst hätten, sie nicht mehr zu verwenden. Immer ganz wichtige Sätze. Und sie sind schuldenfrei. Habe ich auch einen passenden Folgentitel hierfür. So, und was habe ich sonst noch hier für einen Gelenkbus freigeschaltet? Ich habe da nämlich wohl nicht aufgepasst. Also, wir haben auf jeden Fall den Solobus 514 LE und den O405. Einen wunderschönen Mercedes. Für 10.000 könnte man noch einen erforschen. Also eigentlich muss man sich damit ja eigentlich richtig austoben, wenn es geht. Warum sagst du, die großen Stellplätze haben wir? Also das wäre ja nicht das Problem. Also von daher mal gucken. Und wenn es ist, weil ich glaube mittlere, die kriegen wir hier sogar rein. Erstmal vielleicht hier eine Straße als Grenze hinsetzen. Kommen hier ein paar mittlere hin. Einfach nur, dass wir das schon mal auf Vorrat haben.
Kann man hier für sich noch einen Gelenkbus holen, beziehungsweise einen kann einer. Ne, warte, ist ein kleiner. Jetzt, da war mal ein großer. Also vier große Gelenkbusse könnten wir noch hinsetzen. Die vier Solobusse, die hier stehen, können noch dahin ausweichen, beziehungsweise man kann sonst noch irgendwie eventuell mal gucken, wie man es macht. Leider muss ich manchmal noch das Auto nehmen, wenn der Bus gerade nicht zu der Uhrzeit fährt, zu der ich los möchte. Wenn mehr Busse fahren würden, könnte ich mein Auto komplett verzichten. Ja, ist ein Grundproblem. In 50 Jahren kriegen wir das eventuell mal hin. Aber ich würde auch sagen, das war's auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich denke mal, dann werden wir vielleicht mal einen neuen Bus kaufen, je nachdem. Und damit, tschüss und bis zum nächsten Mal.